Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem K-Media-Kanal. Mein Name ist Markus Benfer, ich bin Transporterverkäufer bei der Firma Nals & Kraft. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht unter meinem Namen Befner bei motortalk.de. Heute zeige ich euch den EQV. Schauen wir uns den EQV von außen an. Hauptsächliche Änderungen sofort zu erkennen, der markante neue Kühlergrill, der auch nur so für den EQV erhältlich ist, genauso wie die optional erhältlichen schwarzen LED-Scheinwerfer, gibt es auch nur beim EQV. Besonderes Erkennungsmerkmal, selbstverständlich die Ladebuchse, die sich hinter dieser Klappe befindet. Im Innenraum ist der EQV genauso wie die V-Klasse als 6, 7 oder 8 Sitzer erhältlich. Da gibt es keinerlei Einschränkungen, obwohl es ein Elektrofahrzeug ist. So, genauso wie bei der V-Klasse ist das Laderaumkonzept unverändert. Also die Möglichkeiten bestehen hier genauso. Wir haben den gleichen Laderaumvolumen wie bei der V-Klasse auch. Wer noch mehr Platz möchte, den EQV gibt es auch in der extra langen Version. So, ein paar Details zum Antrieb. Wir haben bei dem EQV einen Frontantrieb im Gegensatz zur V-Klasse und einen reinen Elektromotor mit 150 kW bzw. 204 PS Leistung. Verbaut ist ein 100 Kilowattstunden Akku, von denen 90 Kilowattstunden nutzbar sind, und wir haben damit eine angegebene NEFZ-Reichweite von etwa 417 bis 418 Kilometern. So, im Innenraum erkennen wir auch sofort die V-Klasse wieder. Änderungen, die es gibt beim EQV zur V-Klasse, sind natürlich der fehlende Drehzahlmesser, der durch eine Energieanzeige ersetzt worden ist. Und wie bei diesem Fahrzeug jetzt zu sehen, dass wir roségoldene Applikationen haben, sowie ein blau beledertes Armaturenbrett und blaue Akzentteile. Das ist ein optionales Paket, was in der Art auch schon vom EQC bekannt ist. Lässt sich natürlich auch in der normalen V-Klasse bekannten Version bestellen. Neu haben wir eine EQ-Kachel, unter der wir die spezifischen Informationen bekommen und auch Einstellungen machen können. Zum Beispiel kann ich jetzt hier nach Ladestationen suchen, eine Abfahrtszeit programmieren, entsprechend einer Vorklimatisierung. Das heißt, ich kann den EQV vorheizen und auch vorkühlen lassen zur gewissen Uhrzeit, die ich haben möchte. Kann hier auch ganz interessant für die, die vielleicht an älteren Häusern auch mal an der normalen Haushaltssteckdose laden müssen zur Not, kann man auch hier den Ladestrom begrenzen. Interessant ist auch die intelligente Routenführung. Die probieren wir jetzt gerade mal aus. Hey Mercedes. Ja, bitte. Bring mich zum Mercedes-Benz-Museum. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Ich zeige dir den Weg. Bitte fahre zur angezeigten Route und sofort links abbiegen. So, jetzt sehen wir hier oben die normale, sofort verfügbare Streckenführung und Kalkulation, auch mit den Verkehrsbeeinträchtigungen. Und im Hintergrund prüft die Intelligence Route nun die sinnvollen Ladepunkte dafür aus. Hier schlägt er uns, da wir momentan etwas über 50% Ladekapazität nur drin haben in der Batterie, empfiehlt er uns nach 119 Kilometern schon eine Zwischenladung für empfohlen 48 Minuten. Hier bekommen wir auch angezeigt, ob welche Stationen verfügbar sind, mit welcher Geschwindigkeit und ob die auch gerade im Moment frei sind. Hier würde ich also auch dementsprechend sehen, wenn die besetzt sind, inklusive Öffnungszeiten und allen Informationen. Das wäre jetzt eine NBW-Ladesäule. Wir kommen
beim Mercedes-Benz-Museum mit 30% Kapazität an. Wenn ich am Ziel aber schon weiß, dass ich da laden kann, dann brauche ich ja nicht unbedingt die 30% Restladung. Dann kann ich mir das natürlich auch einstellen. Und kann sagen, am Ziel reicht mir aber 10%, weil ich da sowieso wieder eine Ladestation habe. Ich berechne die Route. Bitte fahre zur angezeigten Route und sofort links abbiegen. Entsprechend wird jetzt die Ladezeit minimiert werden, die notwendig ist. Hier sehen wir, hat auch eine andere Ladestation jetzt rausgesucht nach 74 Kilometern und empfiehlt diese zu nehmen und etwa 34 Minuten zu laden auf 88%. Ich habe deiner Route eine Ladestation hinzugefügt. Um so die optimale Zeit für die Route festzulegen. So, jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke zum EQV. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.